Und dann geht's jetzt los. Mit einem schönen Horrorström. Sound Fans auf Englisch. Ja, mein Englisch ist nicht so gut, das wusste ich jetzt nicht. Okay, pass auf. Oh, endlich wieder ein bisschen Horror. Schön. Ja. Oxide. Ich bin sehr gespannt. Okay. Unreal Engine. Hoffentlich nicht die fünfte. Das packt die nicht so. Wir spielen hier auf der Nintendo Switch. Ja, Oxide the Room. Room 104. Dieses Spiel unterstützt eine automatische Löschfunktion. Bitte schalte das Spiel aus, wirf es aus dem Fenster. Ja, was auch immer. Schauen wir doch mal, was das so kann. Oxide von den Trailern war immer ganz interessant. Kennt natürlich sonst nichts, nicht gespoilert, blablub. Klar, Horrorspiele müssen immer komplett blind sein, für den besten Effekt, ganz klar. Ja, und für den größten Spaß. Das ist so. Was ist da unten? Eins umgekippte Sanduhrzeichen. Vom Mikro auch irgendwie immer. Man, hier so, ja, was auch immer. Ich fand ihn gut, bisschen, ja. Ist es direkt schon eine Cutscene? Oder? Scheinbar ja. Hä, was? Das sieht aus wie. Wie hieß es? Laune in the Dark oder so? Nee, wisst schon, ey. Egal. Ja gut, das ist ja mal ein guter Anfang. Oxide kenne ich aus CTR als Strecke, also ich kann das bisher noch nicht ernst sehen. Warum? Echt, eine Strecke heißt so? Oxide Room 104. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Aber macht eigentlich für ein Intro schon mal einen guten Eindruck. Warum sind hier eigentlich schwarze Balken unten und oben? Was ist denn hier los? Was gibt's denn so an Optionen? Spielslot. Aha, man kann hier slotten, alles klar. Stimmsprache Englisch. Español. Achso, okay. Objekt umranden. Erwachseneninhalt aktivieren. Das ist hier schon an. Ganz klar. Aha. Also. Oh, Empfindlichkeit der Kamerabewegung sieht jetzt schon sehr langsam aus, aber das sehen wir uns gleich an. Ja, dann. Schließen wir. Gut, dann fangen wir mal an, oder? Stehen wir mal auf. Wir liegen hier in der Wanne. Ja, los geht's, oder? Und wir sind nackt. Und das ist laut. My head. Oh. Autsch. Oder geht's von der Lautstärke? Ketten? Nee, Tausendfüßler? Oh Gott. Shit. Was passiert? Wo bin ich? I can hardly stand up. Wo ist der Spiegel hin?
Where the hell am I? Migräne. The motel. And that man. But how did I get here? And how did I get so banged up? Der ist ja wirklich nackt. Okay. Oh, I've got to find my clothes. Nacktes Model. Sieht man nicht so oft. Okay. Wir haben Blut und Bandagen um übrigens. Wir haben Blut um. Ja, ich ziehe mir auch gerne Blut an. Nee, aber... Wurde an uns operiert oder so? Wurde uns eine Niere geklaut? Organhandel? Weiß nicht. Ja, so abwegig ist es nicht. Vor allem bei Horror-Games. Okay, wir können das öffnen. Eventuell ein bisschen leiser. Habe ich ein bisschen schon gemacht gehabt? Oder ist es immer noch zu laut? Na, wir gucken mal. So geht's, glaube ich, oder? Fürs Erste. Schauen wir mal. A metal canister. I don't know what's inside. So, auch was er redet. Von der Gesprächslautstärke. Ich glaube, das geht, oder? I have to get out of here. Bath salts. The bottle looks rusty. Voll fröhlich einfach. Ha, Badesalz. Die Flasche sieht rostig aus. Ach ja, Mensch, was haben wir hier? Nochmal Badesalz. Sind die Betonung einfach auch? Ja, voll und ja, ist halt so. Ein Metal Canister. Ich weiß nicht, was drin ist. So, weißt gerade aufgewacht, so oh, voll fast tot und keine Ahnung. Und jetzt erstmal, ach, was haben wir denn hier? Oh, Badesalz. Sieht ein bisschen rostig aus. Was ist hier los? Okay. Oh ja, kein Horrorfilm. Oh, Popcorn. Mein Spiel ohne Popcorn, das ist richtig. Ja, Popcorn muss sein. Oh, I've got to find my clothes. Ja, finden wir gleich. Moment bitte. Was ist hier? Spiel. Oh. Schön. Ich weiß aber nicht, ob die Musik eigentlich Copyright ist. Ist hier schon zu spät, war schon im Intro. Aber ich denke nicht. Ist auch ein bisschen so ein kleineres Horrorgame. Ist fast beinahe schon ein Indie-Horrorgame, oder? Weiß nicht genau. Ich mach mal aus. Oh, fuck, es gibt ja noch Knister. Was soll das denn? Wieso gibt's den noch? Den darf's eigentlich gar nicht mehr geben. Hey, da cheatet wieder wer. Es gibt's doch nicht. I've got to find my clothes. Hallo? Was soll das? A metal canister. I don't know what's inside. An empty toilet roll. That's not very useful. Toilet paper. Fluffy, but kind of fluffy, dirty. Aber irgendwie schmutzig. Eben Sounds, da steht ja schon gar nicht mehr drin. Wer cheatet denn da schon wieder? Wir müssen einen Schlüssel finden. It's locked. Da. Die Cam pingt auch Dinge an. Die Cam ist leicht magnetisch an Elemente. Ich bin jetzt seit mehreren Monaten in diesem Hotel. Allerdings habe ich zunächst aus purer Langeweile angefangen, seine Stockwerke zu erkunden. Ich kann nicht leugnen, dass ich neugierig auf seine Vergangenheit geworden bin. Meine Neugier wurde geweckt, als ich einen Raum fand, der nicht auf dem Grundriss stand. Bisher weiß ich, dass es im Hotel 37 Zimmer gibt. 3 mehr als in den Plänen des Gebäudes. Warum wusste niemand davon? Das könnte die richtige Zeit für mein zweites Hobby sein, das Schreiben. Eva. Okay. Oh, I've got to find my clothes. Eine Nummer, 373. Oh, müssen wir uns das jetzt merken? Ich habe noch nie geschrieben. Falls also jemand das hier liest, hoffe ich, dass ihr mich nicht zu schnell verurteilt. Ich fand es schon immer interessant, darüber zu reden, was mir passiert und meine Abenteuer zu ergründen. Aber ich hatte nie Zeit dafür. Jetzt ist es genau das, wovon ich am meisten habe. Zeit in den Himmel zu blicken und zu schreiben. Was spricht dagegen? Seit ich in diesem Hotel bin, habe ich kaum etwas gemacht. Ich denke, es ist an der Zeit, dass ich mich irgendwie beschäftige. Okay. Cotton towels. They look a little dirty. Hast du... Okay. Hast du den Song getriggert? I've got to find my clothes. Ach so, einfach mal verdammt. 373. Was ist denn hier vielleicht? Ach so. Das ist wohl der Lichtschalter. Hier irgendwie Aufbewahrung. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das jetzt hier ein Resident Evil oder was? Muss ich hier direkt dran denken. Oh, nö, ne?
Okay, bekommen wir dann auch Waffen oder was? Öffnen. I. Urinieren, als ob. Looks like there's something shiny at the bottom. Etwas Glänzendes ist da drin. Ja, dann lieber so. Dann lieber so. Na gut, dann. Es sieht schon uriniert aus. Tada! And what's this small key? Seine Stimme einfach. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Kleiner Schlüssel, etwas rostig, aber robust. Oh Gott, das ist so ein... Das wird, glaub, ein bisschen Resident Evil. I'm not going back in there. Ich gehe da nicht wieder rein. Warum denn nicht? Guck mal, sieht doch voll super aus. Ein schönes Bad. Ist doch voll entspannend. Wirklich nicht mal voller Blut. Das ist ein bisschen seltsam. Aber hey, ein bisschen baden. Es ist crazy. Es ist echt so. Irgendwie. My name, but is that blood? Ja, das ist Blut. My name, wahrscheinlich deins. Is that blood? Mehr? It's locked. I don't think I can force. Okay, Inventar direkt. Ja. Kombi. Willst du mich verarschen jetzt? Hä, ich kann's nicht verwenden. Warum nicht? Dieser kann ich auch nicht mehr wieder schließen, doch. So, das da ist doch auch gelockt. Mit Gewalt öffnen. Oh. Auf geht's. Achso. Zack. Komm. Shit. Nicht sein Ernst jetzt. Bleeding. Oh, there's so much blood. Oh, Scheiße! Als ob! Einige Aktionen können dazu führen, dass Matt blutet. Heile seine Wunden schnell, wenn nicht, kann dies irreversibel sein. Als ob! Oh! Oh, fuck! Ja gut, das wusste ja keiner! Scheiße, was machen wir da jetzt? Also... Hier sind meine Klamotten übrigens. Looks like the key to the bathroom door. Oh mein Gott. Ah, okay. Das wäre das. Toilet paper. Fluffy, but kind of dirty. Ja, aber dann nutze es doch, um deinen Kopf abzubinden, du Popelkopf. Cotton towels. They look a little dirty. Okay, sowas. So ein Spiel ist es. Das ist ja mal mega interessant. Du kannst dir irgendwie anstoßen und wirklich bluten. Ja, aber und jetzt? Ich meine, ich... Wie soll ich denn das jetzt behandeln? Gar nicht. Sterbe ich jetzt? Hinter meiner Kamera gerade so eine Blutanzeige, die sich gefüllt hatte. Ich glaube, dann sterbe ich. Okay, also nicht immer Sachen mit Gewalt aufreißen, haben wir gelernt. Ach, das ist ja mega interessant, das habe ich jetzt auch nicht erwartet. Dann machen denn Spiele sowas. Ach, das ist ja mal mega interessant. Aber es geht weiter. Hä? Looks like you've met Eva. She's quite the hunter. She loves the smell of blood. Look, I'll be honest. I don't expect much of you. You won't say. Can't you be better? How is it that you get the smallest scratch and you bleed to death? And then we have to start everything from the beginning. I know you're useless, but at least try to not make it so noticeable. Try harder next time. Great. Well, let's get to work. As with any research,
If you repeat the same experiment, but a change in any of the variables, you most likely get the same results. So, let's make some modifications. Don't worry. You'll only feel a small pinch. Ach du Scheiße. Also, Moment. Wenn wir sterben, verlieren wir einen Körperteil. Habe ich das richtig verstanden? Ach du Scheiße. Yo, was ist denn das für ein Game, Alter? Was geht ab? Okay, wir müssen also echt aufpassen, was wir tun. Aufstehen, jetzt beginnt's von vorne, ja? Oh mein Gott. Alter. Where am I? Hier haben wir unser Bein noch. Okay, mega verrückt. Jetzt ist das M verblasst. Ist es vielleicht unser Hauptleben quasi? Können wir dann so komplett sterben? Ist dann Spielgame over, falls wir irgendwie alles verloren haben? My name, but is that blood? Das jetzt ergibt es auch Sinn, warum wir da Bandagen haben an Beinen und Armen. Die werden uns wahrscheinlich abgetrennt. Okay, das ist alles weg. Jetzt ist auch der Code weg. Und jetzt liegen die Kleider einfach hier. Ach krass, was ist denn? Das Spiel ändert sich dann, wenn du gestorben bist. Jetzt ist hier was. What? Was mache ich hier? Ich erinnere mich, dass ich mit dem Auto meines Partners zu diesem alten Motel gefahren bin. Aber mehr kann ich mich nicht erinnern. Es ist, als würde mein Kopf explodieren, meine Hand- und Fußgelenke brennen. Ich kann nichts verstehen. Was ist mit meinem Partner Josh und dieser Frau? Ich kann mich zumindest daran erinnern, dass ich dieses verdammte Telefon losgeworden bin. Aber es wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt einen Anruf machen könnte. Matt? Das haben wir selbst geschrieben. Die wichtigste Frage kannst du noch strollern. Was, Doug? Was ist denn hier los? Du willst ihn unbedingt strullern sehen, ja? Das ist eine wichtige Frage. Okay, dann ziehe ich mich an. Hä? Wieso schaust du da hin? Einige Objekte, wie zum Beispiel Kisten, können Gegenstände enthalten. Geh im Inventar auf untersuchen, um sie zu verwenden. Huh. Das ist ja mal ein mega interessantes Spiel, oder? Jetzt ist auch die Wanne voll Blut. Okay. Mega verrückt. Urinieren geht jetzt nicht mehr. Da liegt aber noch ein Schlüssel drin. Vielleicht, weil ich Klamotten jetzt anhabe. Hm. Ich brauche den aber wahrscheinlich gar nicht mehr jetzt. Mich interessiert, wie die das animiert haben. Ja, stimmt schon. Ja, scheiße. Das ist schon interessant. Jetzt können wir es nicht mehr. Hä, die Schublade ist verschwunden. Hä, die mittlere Schublade ist jetzt weg. Was ist denn dieses Spiel? Stimmt sicher nochmal. Hey. Nee, ups, so nicht. Wie? Matthew Ava. Evil Dog. Wasch erstmal Hände. Ey, wieso? Ich war nicht strullern. Kann man das überhaupt? Nö. Können wir den anmachen? Nö, auch nicht. Man kann hier noch reinschauen.
Ist, glaube ich, auch ein bisschen anders. Vor allem, ich war doch gerade baden, Rabenfuchs. Ich war doch gerade in der Badewanne, oder? Genau. Aha. It's locked. Das dachte ich mir fast. Kann ich jetzt sagen, aha. Kombinieren und dann untersuchen. Kannst drehen. Dann ist da ein Schlüssel drin, der irgendwie aussieht wie ein Dietrich. Ein kleiner Dietrich, sieht aus, als würde es leicht zerbrechen. Hm. Jetzt muss ich damit so durch, oder? Nee. Was? Okay, wir sind jetzt erstmal aus dem Bad raus. Shit. What the hell? Ja, hi. Wer warst du denn? Ist das das Motel hier? Das ist ja großartig, ja. Ist hier einladen. Okay. Tür öffnen. Boah, weiß ich nicht. Wir müssen hier also in dem Fall wirklich sehr vorsichtig vorgehen. Kann ich nicht da durchschauen? Ich öffne das jetzt nicht. Mach ich nicht. Was ist das? Eine Taschenlampe. Ah, sehr gut. Okay. Boah, die schwarzen Balken. Irgendwie nerven die mich aber fast ein bisschen, ne? Ich zauber uns die mal weg. Oh, locked in again. I have to get out of here. Jetzt warte doch mal. Ach so. Okay, Moment mal. Was ist denn das jetzt für ein Schmarrn? Oben. Ach so, kann ich jetzt nicht. Stimmt, das ist ja jetzt so eingestellt. Ja, nee, dann ist es so. Ich kann es gerade jetzt nicht auf die Schnelle so ändern. Müsste ich neun. Das müsste jetzt. Das ist ein bisschen blöd gerade. Wobei, wenn ich so mache. Ah ja, doch, so. Muss ich mal schauen. Ah ja, perfekt. Und so. Ja, so ist es doch nice. Schau, besser. Okay. Wie lange streamst du heute? Das weiß ich nicht. Wir haben ja erstmal angefangen. Ganz genau. Ich finde das Spiel jetzt schon geil. Es ist wirklich. Es ist mega interessant. Vom Konzept schon alleine. Hier ist ein Brötchen. Hier ist Marmelade an der Wand. Das waren die Kinder wieder. Ja, die spielen immer mit Marmelade. Man kennt's. Schmieren die überall hin. Okay. Soll das, was soll denn das sein? Ein Kühlschrank? Was ist das für eine alte Küche? Was ist hier los? It's locked. It's locked. Kann ich hier den Dietrich verwenden? Einmal, ne? Ein Metallschlüssel mit Schlüsselrang, Ring für Zimmer 104, aber oh, darum geht's doch in dem Spiel. Wieso sagt er das? Ah, das ist die einzige Tür auch, okay. Da ist einfach eine Metallwand dahinter. Es sind mir zu viele Schlüssel. Im Moment. Das kann man anmachen. Okay. Hier noch irgendwas? Ja gut, aber ist auch ein bisschen typisch Horrorspiel. Finde Schlüssel, finde dies. Aha! Wer bin ich? Mein Name ist Matthew G. Matthew G. Punkt. Ich wurde in den Vereinigten Staaten geboren. Kurz nach dem Tod meiner Eltern brachte man mich als kleinen Jungen in das Vereinigte Königreich. Ich bin in einer kleinen Stadt an der Küste aufgewachsen, in der anscheinend einmal ein Teil meiner Familie gelebt hat. Der Ort war mir war wie ausgestorben. Sobald ich konnte, verschwand ich von dort und kehrte nie wieder zurück. Ich habe seitdem nicht aufgehört. Ich war schon immer rastlos und durch meine Arbeit bin ich durch ganz Europa gereist und habe auch einige sehr wohlhabende Leute kennengelernt. Man könnte sagen, dass mein Leben gut lief. Ich arbeite mit Währungen, Vermögenswerten und so etwas
und ich arbeite gelegentlich als Programmierer. Was man eben so macht, um über die Runden zu kommen, Matt. Was über uns? Okay, wissen wir ein bisschen über ihn Bescheid. Faszinierend. Können wir auch reinschauen bestimmt? Da ist noch mehr. Mehr sagt es wieder Matt. Und mein Partner? Ich kenne Josh noch nicht lange. Er ist ein sehr merkwürdiger Mensch. Ehrlich gesagt habe ich ihn nie besonders gemocht. In Wahrheit mag ich ihn so sehr wie einen schnellen Tritt in die Eier. Aber was soll man machen? Er macht einen tollen Job und verdient eimerweise Geld. Und seine Jobs, er scheint nicht allzu wählerisch bei den Dingen zu sein, die er tut. Ich stelle nie viele Fragen. Ich denke, es gibt Dinge, die ich am besten nicht weiß. Normalerweise bin ich sehr vorsichtig. Wenn sie ihn bei etwas Illegalem erwischen, werde ich nichts für ihn riskieren. Matt. Okay. Oh, locked in again. I have to get out of here. Bitte lass dich doch, wir wissen dich schon. Wir sind doch hier noch am Umsuchen. Aha. Töten, 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 klöten. Evil. Resident Evil. Okay. Ja, okay, die erste Nachricht von Evil gefunden. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Das ist auch noch was. Resident Evil. Ganz genau, noch ein Dokument. Schmerz, 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 Schmerz. Eisenerz. Noch eine Nachricht von Evil, okay. Was möchte er mit uns mit dieser poetischen Nachricht mitteilen? Hier ist übrigens eine Kiste. Aha. Oh, die Aufbewahrungskiste, okay. Ist das hier ein Safe Room oder so? Ich weiß noch nicht. Also hier ist jetzt zu. It's locked. Wie wir schon wissen. Ist das hier? Tatsächlich. Okay. Schließen wir mal auf. Einfach ein Tutorial verkackt. Geil. So im Safe Room quasi. Das ist super. Ich fühle diese Briefe voll, schreibe ich auch immer, wenn ich meine Pakete nicht bekomme. Oh ja. Mhm. Postboten. Okay, weiter geht's. Es fängt wirklich schon mal ganz interessant an, oder? Hm. Sowas. So, wo sind wir hier? Hey! Eh, hallo? What the hell? What? Oh mein Gott. Okay, wir sollten vielleicht laufen. What the hell is oder going on here? Er redet mir viel zu normal. Shit. Shit. Einfach Silent Hill. Quicktime Events. Hä? Einfach random ein Auto. Hä? Was ist das denn? Shit. Come on. Was? Kann es sein, dass es auch so ein bisschen trashig ist? Er redet einfach so, als würde ihn das nicht interessieren. Echt so. Shit. Oh nein, ein Monster. Oh. Ja, man merkt schon, ist schon natürlich hier kein riesen Entwickler-Schmickler. Ich sehe endlich mal wieder einen Gecko live. Lucky, hi. Schön, dich zu sehen. Danke für 32 Monate. Wahnsinn, danke schön für den Nilsa. Wie geht's dir? Seit meiner Ankunft wurde dieses Motel immer renoviert. Ich bin mir nicht ganz sicher, wer es verwaltet oder was sie genau tun. Ehrlich gesagt, sieht es für mich immer gleich aus. Nun, es hat sich etwas geändert, aber zum Schlechteren. Seit im Poolbereich gearbeitet wird, ist es fast unmöglich, vom Gemeinschaftsbereich dorthin zu gelangen. Es ist immer etwas im Weg oder jemand macht etwas mit den Schiebetüren. Dank meines Detektivgeschicks fand ich einen anderen Weg. Eine Verbindung zwischen Zimmer 203 und 303. Ich glaube, jemand hat diesen Eingang dort gelegt, um beide Räume miteinander zu verbinden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht warum. Ein weiteres großes Geheimnis des Motels. Ich benutze ihn oft, um mich davonzuschleichen, da niemand da ist und diese Räume nicht benutzt werden. Hm, okay.
Aha, Medikamente. Verbände, das dachte ich mir schon. Tatsächlich eine Waffe. Ey, echt Monster-Design, ist echt so von Silent Hill auf jeden Fall inspiriert. Mega cool. Schlecht geschlafen, oh je, sonst gut. Immerhin, immerhin. Aber es mit schlecht schlafen kenne ich zurzeit auch ein bisschen. Ja. It won't open. It won't open. Aber schön, dich zu sehen, Lucky. It won't open. Man kann da so ein bisschen durchschauen. Dieser Krissel-Effekt, so wie sich das so leicht auflöst, ist ein bisschen der Engine geschuldet. Moment mal, da sind da auch Patronen, oder? Alter, oh mein Gott, das sind so kleine Pissdinger. Oh mein Gott, wir müssen echt ganz genau uns umschauen, ne? Kann ich das jetzt auch kombinieren mit der Pistole eigentlich, oder? Nein? Achso, das ist dann einfach da. Okay. Mhm. Oh je, wir haben also eine Pistole. Und hier ist eine Karte. Vorsicht mit dem Pool. Okay, Vorsicht vor dem Virus. Corona? Badezimmer von Zimmer 104. Treppe, Innenbereich. Oh je, Mini, Stockwerk wechseln. Okay. Oh oh. Na, das wird ja witzig. Fantastisch. Eine Giraffe. Kann ich die nicht auch mitnehmen? Die ist voll wichtig. Das ist süß. Ich will die Giraffe mitnehmen. I have to check the entire storage room before I leave. Okay, nett vom Spiel, aber ich dachte, das hätte ich schon gemacht. Kugeln. Weißt du was? Die bewahre ich auf. Sicher ist sicher. Wir werden bestimmt nochmal welche finden. Kann ich die Gurke hier mitnehmen oder warum? Was soll ich hier noch mitnehmen? Ach, da unten! Können wir uns ducken irgendwie? Nö, irgendwie nicht. Nee, können wir nicht. Okay, einfach so. Und da. Der Tod ist nur der Anfang. Ich will sterben. Ich will sterben. Warum kann ich nicht einfach sterben? Ich halte das nicht mehr aus. Ich will es nicht mehr aushalten. Evil. Ach so, okay. Dem geht's, glaub ich, nicht so gut. Der hatte auch nicht genug Schlaf. I have to check the entire storage room before. Oder was? Noch mehr? Wo denn? Da ist aber nichts mehr. Ah. Ich gehe gerade alle Nintendo-Spiele nochmal durch und bei GBA-Spielen, ich weiß nicht wieso, musste ich bei einem Spiel ganz laut deswegen rufen. Wie. Deswegen. Warte, welches Spiel war das eigentlich? Deswegen. Du gehst wie alle Nintendo-Spiele durch. Alle? So, die es so absolut insgesamt alle gibt, das ist aber viel Arbeit. Ach, cool. Du hast echt vergessen, woher das kommt. Nein, ich habe das Bild schon noch im Kopf. Ich habe auch den Frame im Kopf und die Szene, aber ich weiß nicht mehr, welches Spiel es eigentlich war. Weil das haben wir doch in so einem langen Video. Das war das Game. Genau, das war nämlich das Gameboy-Video. Aber ich weiß es nicht mehr, was das war nochmal genau. Wir haben da ja vieles gleichzeitig gesehen, deswegen kann ich es gerade nicht mehr ganz zuordnen, welches Spiel das haargenau war. War das so ein Angelspiel? Nee, doch. Nee, deswegen. War das Wario? Na fuck, ich weiß es nicht mehr, scheiße. Ich hab's auf dem Kopf. Und dann eher mit der Hose, war ja auch. Gewonnen, her mit der Hose. Es war irgendein japanisches Game, wo ich gesagt hatte, ich bin ein Anime-Protagonist. Genau, ja. Grudon, servus. Ich hab den Frame im Kopf, alles nur in meinem Kopf. Sing. Richtig. Alter Grudon, dankeschön auch. 47 Monate auch schon, mega krass. Krass. Hey Grudon, voll cool, dass du da bist. Ich hoffe, es alles wird bei dir. Wir spielen ja Orcside, ne? Auf der Switch. Ganz interessant, wir kommen hier aber gerade nicht raus. It won't open. Weil. Baum. I have to check the entire storage room before I leave. Ja, was? Was soll ich denn hier noch popeln? Blätter. Wir sammeln Blätter. Okay, wir haben hier eine. So ziehen wir. Oh, mega träge.
Ich spreng einfach die Propangasflaschen. Ich probiere es nicht aus. Es könnte funktionieren. In diesem Spiel haben wir gelernt, dass ein bisschen was gefährlich ist hier. It won't open. Ja, aber what the fuck? Wieso? Dann doch die Giraffe. Ich wusste es. Die Giraffe ist wichtig. Nee, die können wir aber auch nicht mitnehmen. Hä? Aufbewahren will ich aber auch nichts. Da ist aber noch eine Gurke, die so komisch aussieht. Ja, aber hier ist ja nichts mehr. Was will denn der? Hä? Wir können ja auch nicht springen oder irgendwas. Und Socke. Hey, Socke, was geht? Hier die Uhr. Da hängt ein Schlüssel. Oh mein Gott. Okay. Wahnsinn. Alles klar. Explosion! Ja, wichtig! Wir sprengen die alle weg. Hallo? Das Auto? Das war's. Was ist das? Eine Knoblauchzehe? Tatsächlich. Okay, jetzt sind wir draußen. Na, ich glaube, das wird ganz witzig hier, ne? Das ist ja geil, die Explosion. Ja, oder? Mit dem Elektro? Mit dem Elektroball? Elektro. Das ist ganz witzig geworden. Okay. Ein X. Wir müssen echt gut aufpassen, was wir machen, ne? Ich komme nicht ran. Ja gut, dann. Das ergibt zwar eigentlich gar keinen Sinn, klar kommst du ran, aber hey. Können wir den Ast da nehmen? Wer schreit denn da? Bitte, ich muss mich hier konzentrieren, ja. Das war ein Knoblauchzoll. Knolle. Ja, dann war es halt ein Knoblauchbaum. Kann ich nicht diesen scheiß Ast nehmen? Es klingt aber wirklich nicht gut, was ich da höre. Da wird doch. Ist nicht gut. Oxide, was ist Oxide? Wer ist Oxide? Ich bin Oxide. Okay. Da weint jemand sehr hysterisch oder so. Was ist das da? Aufnehmen. Komm, nimm es auf. Bandages. Was ist der Unterschied zwischen einer Knoblauchzehe und Knolle? Keiner, ja? Aha! I can't carry anything else. Ja, und schon geht's los. Nee. X. Genau deswegen. Deswegen. Es ist halt so dumm, dass ich das nicht kombinieren kann. Oh mein Gott, ich muss jetzt schon zu einer Truhe. Vielleicht hat aber jemand gerade sehr viel Spaß. Das kann auch sein, aber. Weiß ich nicht. So, komm, die ballern wir jetzt erstmal die Kiste. Okay. Jetzt komme ich aber bestimmt an diese Schublade ran. Schuballade. So. Ja. Geht doch. Geschafft, der Haken ist ins Wasser gefallen. Natürlich ist er ins Wasser gefallen, ja. In Germany we say. Ruhestörung, Anzeige ist raus. Ist hier? Oh Gott, nein.
Ja, doch, Deutschland, ne? Ganz typisch. Das wäre da so. Direkt schon. Ich drücke immer die falsche Taste. Wieso drücke ich denn Steuerkreuz hoch fürs Menü? Jetzt haben wir zwei Schlüssel. Und Gegengift? Für verschiedene Gifte basiert auf roten Kräutern. Ich verstehe es zwar nicht, aber es wird schon funktionieren. Wo habe ich denn jetzt Gegengift her? Ach, das war da, glaube ich, auch. So, Gecko Anzeige erwähnt hat, ist Ruhe. Das ist echt so, ja? Siehst du mal, gell? Hier, ist nicht witzig jetzt. Aura Allmann. Ja, das wird mein neuer Name dann. Ja? Nächstes Jahr, ne? Ich rebrande meinen Kanal, dies, das. Ich heiße dann Aura Allmann. Oder Allmann Gecko. Ne, bitte nicht. Cold Drinks. 104. Aber, hä? Okay. Die Uhr sah den Ring, Ursa-Ring. Was? Was? Wir hätten bestimmt auch die Treppe hochgehen können. Hier geht's einfach nur zurück, gell? Ja. Das ist Raum 104. Das wird einfach unser Raum sein. Oxide Room 104. Okay. Das ist wahrscheinlich ein bisschen unser Safe Spot. Und nicht, weil wir hier schon gestorben sind. Hier nämlich. Das war wirklich interessant. Das war halt wirklich interessant, ja. Kopf angeschlagen, verblutet. Da. Und dann ist dieses M fast verschwunden. Mein Name? What? Is that blood? Nee. Ja, okay. Mhm. Na ja, gut. Gehen wir wieder raus. Ein Mann-Gecko klingt gut. Ja, fast schon. Aber never. Ich trinke mal einen Schluck. Ja, ich weiß schon, Rudon. Hä? Ja, erklär's nochmal. Erklär's nochmal, das ist wichtig. Ja. Ja, damit der... Ja, Witz so richtig kaputt ist. Erklär's nochmal. Aber auf was bezieht sich das? Wieso jetzt überhaupt Ursa-Ring? Hä? How can I get inside the motel? Wie komme ich in das Motel? Wieso in das? Sind wir da nicht schon? Hä? It's locked. Haben wir 103? Ne, 210 und 111. Und dann 1. Ist alles zu, ne? Rennen oder so können wir nicht, gell? Okay. Du, ach doch, guck mal, wir können uns doch ein bisschen ducken. Ah ja, doch, das ist sogar Rennen. Okay, wurde uns aber noch nicht erklärt. Okay, gut, können wir. Hier ist zugenagelt. Da hinten schreit die Frau wieder. Ja, nee. Warum hat der Typ eigentlich so eine Text-to-Speak-Stimme? Wahrscheinlich, weil das auch so ist. Er ist in Wirklichkeit ein Roboter. It's locked. Das ist ein bisschen besser wie eine Text-to-Speak, aber ich weiß genau, was du meinst. Damit verwenden. Moment, ich erkläre es nochmal. Ich es selbst auch nochmal check. Uropa sah der Herr der Ringe. Ja, Ursa-Ring. Boah, das ist gruseliger als das Spiel. Deine Witze sind gruseliger als dieses Spiel, ja? Oh, Mann. So. Mhm. Oh, die Ladezeiten sind immer ein bisschen lang, nicht? Diese Wesen sind blind, aber wenn sie etwas hören oder spüren, greifen sie direkt an. Du kannst deine Waffe benutzen oder in die Hocke gehen und leise bleiben. Schön, dass nicht gesagt wird, wie Hocke gehen, aber okay. Wir wissen es ja jetzt. Was bist du? Eine Schildkröte? It's a metal figure of a turtle. Ah ja, da ist es ja.
Ey, das ist wirklich aus Silent Hill einfach. Da gibt's ja auch eigentlich genau diese Wesen. Das ist irgendwie cool, hier das wiederzusehen, so die Anspielungen. Ah. Okay. Irgendwie ist es einfach Silent Hill The Room, oder? Silent Hill 4 einfach. XXO. Tic-Tac-Toe! Hm, Dead Ass. Nein, bitte. Okay. Voll ekliges Monster-Design. Alter, dreh dich 5 Jahre langsam um. Wahnsinn. Richtig gut. Nochmal so ein Dietrich-Scheiß. Seltsame Dinge passieren seit dem Unfall immer wieder. Ehrlich gesagt habe ich etwas Angst. Letzte Woche tauchte einer der Bauarbeiter ertrunken in einem der Pools auf. Niemand weiß, wie er hineinfallen konnte oder was mit ihm passiert ist. Und einige der Motelangestellten schworen, sie hätten Schreie gehört. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll, aber ich möchte, dass es aufhört. Ja klar, ich meine. Ich mag nicht, wie du immer aufschreist. Hör mal auf, bitte. Ich denke immer, du kommst gleich angerannt. Ein Einkaufswagen. So, warte. Nach dem Unfall sprach ich mit ein paar Leuten, um herauszufinden, wer mir geholfen hatte, aber niemand erinnert sich, jemanden in orangefarbener Kleidung gesehen zu haben. Ich habe auch das Gefühl, dass mich seit diesem Tag jemand beobachtet. Ich fühle mich nirgendwo sicher. Ich frage mich, ob die Person, die mich gerettet hat, und diese seltsame Präsenz etwas miteinander zu tun haben. Das klingt irgendwie ähnlich wie mit was irgendwie mit uns so ist, so passiert ist. Schauen? Wie schauen? Looks comfortable. Großartig. It won't open. Öffnet sich nicht. Müsste ich mit dem Dietrich öffnen, wa? Mm, shit, it's broken. Nee. Die können ja auch brechen. Nicht dein Scheiß Ernst, oder? Die haben mich richtig gut getroffen, ich bin da voll hübsch. Oh Mann. Ist echt so. Bah. Dann. Und jetzt habe ich kein Dietrich mehr. Da ist dieses spanische Spiel, das Name ich immer vergesse. Ja, gruseliger. Pesadelo. Ist echt so. Das ist lustig. Pesadelo, ey. Oh Mann, Leute. Oh, das war was. Hm. Okay. Hm, Bug Bumble, das packe ich auf die Liste. Auf eine Liste? Willst du dir irgendwie Spiele holen oder? Bug Bumble ist super. Oder wieso durchforstest du das eigentlich gerade alles so? Okay. How can I get inside the motel? Das weiß ich jetzt auch noch nicht, du. Frag doch nicht alles irgendwie 10-mal. Noch ein Dokument? Das ist einfach so ein Dokumentenspiel hier. Jeder Tag hier ist unerträglicher als der davor. Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken soll, um mich sicher zu fühlen, denn jetzt scheint es nirgendwo mehr sicher zu sein. Ich habe große Angst, aber so sehr ich es auch versuche, es scheint, als wäre ich hinter diesen Mauern eingesperrt. Ich habe Angst, dass die anderen gehen und ich bin in dieser gewaltigen Dunkelheit. Was? Und ich in dieser gewaltigen Dunkelheit alleine bin. Warum passiert mir das? Warum kann ich nicht entkommen? Oma, warum hast du mich hierher geschickt? Eva, was? Oma? Ach so. Wahrscheinlich eine 30-jährige Oma. Ich habe gerade eine Liste, welche Spiele ich mir auf das Steam Deck hole. Ja, moin. Ach so, okay. Ja, okay, interessant. Neues Pokémon Dokumenta. Es schaut aus wie Dokumente. Ey, könnt's halt auch einfach geben, ey. Heute ist auch gar nichts mehr unmöglich. Moin Eisi, ist es dem Gecko so gruselig, dass ihm die Farbe fehlt? Ja, ist wirklich so. Ja. Ich habe mich so erschrocken, dass einfach die ganze Farbe weg ist. Entzogen wurde so. Moin Eisi, nee, das machen wir ja immer so bei Horror-Games, ne? It's locked. Welchen Schlüssel haben wir noch? 210, ja eben.
verwenden. Achso, wollen wir diese. Meine Fickfresse! Genau das, ja. Mhm. Oh, siehst du, jetzt ist die Cam schwarz-weiß geworden. Lucky, da war dein Sound. Geil, oder? Alter. Dankeschön, Blubberchen. Für die 30-jährige Oma. Danke, Blubber. Danke für die 3 Euro. Danke. Einfach Leben gesehen. Ja, echt so. Es zog einmal ganz schnell an mir vorbei, alles. Alter. Junge. So. Oh ja, es ist Tage her, dass jemand außer mir durch die Räume gegangen ist, aber ich glaube nicht, dass ich allein bin. Er ist hier. Ich spüre, wie er mich beobachtet. Lucky, wie ein wildes Tier, das auf den richtigen Zeitpunkt zum Zuschlagen wartet. Ich schlafe mit einem Messer unter meinem Kissen. Wenn er kommt, bin ich bereit. Ich gebe nicht kampflos auf. Bin ich wirklich verrückt geworden? Nö. Warum? Lucky, dein Schrei war besser, um Gottes Willen, was ist denn das? Pfui! Die können wir ja gar nicht erschießen. Bin ich jetzt tot? Und das heißt ja. Okay, wir können sie nur einmal abwehren, aber wir können sie auch nicht erschießen. Oh je. Und jetzt bin ich nochmal gestorben. Passiert jetzt wieder was? Ich hoffe nicht. Schon 41 kann ich dann 30 sein. Hello. Fuck. You know who I am? I'm you. Alter, voll krank. You have no sense of humor. Okay. You know, I was thinking earlier. Oh, people like you. Scheiße. Flies drawn by the smell of shit. Your lives have no direction. You're only concerned with your own existence. I, however, have a purpose. My research and my technology will be the future. Biotechnology will change everything. And I will be the baby's father. But you've jeopardized everything. Everything because of your stupid business. You young people are obsessed with all those things. Bitcoins, NFTs, money controls you. What the fuck? Okay. I need you to go further. Eva's mind is not a pleasant place. But I need to know everything that's in your head. And you are the ones who brought that idiot girl. You can't say you don't deserve it. No. I need you to give me a hand or something. But seeing as you are a bit exposed here, I'll cut it off for you. Oh, ist schon krass. Ist schon krass. Er tötet dich jetzt, weil er deine NFTs haben will. Echt so. Ich merk schon. Boah, ist echt krass auch. Boah. Mhm, okay, wir haben eine Hand verloren. Ein Fuß und eine Hand jetzt schon. Okay. Das ist nicht gut. Das ist nicht so geil. Aber ey, wir konnten ja gerade gar nicht von dem Viech weg. Voll unfair. Die Sache hat Hand und Fuß, ja? Ah. Das und das Ladeding schaut aus wie die aktuellen Grafikkarten. Grafikkarten sehen aus wie eine liegende 8. Hä? Wurden die so verdreht? Okay. Ja, hier sind wir wieder, ne? Es beginnt schon wieder von vorne. Jetzt ist auch das Waschbecken rot, oder? Das war vorhin nicht rot, glaube ich. Und das RA ist weg. Okay, das sind wirklich unsere Hauptleben, ja? Das dachte ich mir doch fast schon. Das heißt, wir haben noch 2 Versuche, oder? Scheiße, Mann.
Echt, oder? Das ist ein Zeichen von Nvidia selbst, echt? Warum? Warum ist das eine liegende 8? So eine Scheiße. Was hat jetzt abgeschnittene Hand, wie gesagt? Wie? Nicht mal mehr Kleidung? Bin ich angezogen? Ich bin schon angezogen. Ah, okay. Letztes. Okay, okay. Ist, was ist denn hier drin? Das wird auch gelöscht. Das wird auch gelöscht. Boah, was? Okay. Oh, locked in again. I have to get out of here. Jetzt ist die Waffe hier? Oder war die da schon? Oh je. Okay, aber es ist doch ein, das ist ein sehr interessantes Spiel, oder? Dann sind hier Dinge wieder anders ein bisschen. Es verändert sich jedes Mal, wenn du stirbst. Okay. It's locked. Dietrich? I guess? I don't think that's going to work. Okay, nein. Die Kiste. Geht das so? Andersrum. I don't think that's going to work. Hä? Ja, dann untersuchen. It's locked. Und dann kombinieren, oder? Was? Wie geht nicht? Was ist denn das jetzt? Achso, brauche ich den nochmal. Wo ist denn der? Das ist aber mies, wenn alles auch aus der Kiste gelöscht wird, ehrlich gesagt. Hä? Aber. Ah, oh mein Gott, hier. It's locked. Genau hier. Da. Und dann. So. 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 104. Oh, locked in again. Jetzt. I have to get out of here. Wieder verschlossen. Und so. So. Oh je, müssen wir das jetzt jedes Mal wieder machen? Das ist auch ein bisschen nervig dann. Aber wie fies... Hä, mit dem Monster, wir konnten da halt nichts mehr machen. Okay. Okay. Keine Möglichkeitszeichen, eher so eckige 8. Ja, ist das ja auch. Also, ja, trotzdem ein Ähnlichkeitszeichen, ein bisschen, ne? Okay. I have to get to the entrance of the motel. Was war das? Was ist das? Das ist jetzt auch neu. Der sucht, glaub, seinen Schlüssel. Okay. Es ist mega interessant, wie sich dann alles verändert, wenn du gestorben bist. Er schließt einen Schlüssel mit einem Schlüssel in der Schatulle. Ja, Dr. Evil. Ich war es wahrscheinlich schon, bestimmt nicht, also. Was? Was schwurbelt da rum jetzt? Jetzt ist auch das Auto weg. Okay. Jetzt ist auch die Frau, die schreit, weg, oder? Nee, die schreit noch. Okay. Hä? Was? Das da. Habe ich das nicht schon umgebracht gehabt? Nee, Moment. Wer, warum zum... Auf jeden Fall ist es tot. Nee, umgebracht habe ich es ja eben nicht.
Aber vielleicht ist es das ja trotzdem, was mich angegriffen hatte. Okay. Unser Charakter dreht sich halt auch 5 Jahre zu langsam um. Sonst könnte ich auch vielleicht mal viel besser fliehen oder so. Auch das ist wieder so ein Handding. Bitte keine Handgreiflichkeiten, ja, bitte. Okay. It's locked. It's locked. It's locked. Hab noch gar nichts jetzt. Genau, alle Dokumente, die habe ich wenigstens schon. Okay. Da waren noch mehr Hände, habt ihr gesehen? Braucht der Handeln vielleicht? So, okay, gut. Dann nochmal so. I have to get to the entrance. I've got it. Der Haken ist ins Wasser gefallen. Ich habe jetzt 210. 210. Das war oben. Da. It's locked. Upsi. Verwenden. Aber war das jetzt nicht der Raum, wo wir dann gerade verreckt sind? Okay. Es ist aber ein interessantes Spiel, soweit. Dann wird man natürlich angespannter, wenn dann immer mehr Viecher sind und so und du eigentlich gar nicht sterben darfst. Das war der Raum. Auge! Wir werden beobachtet. It won't open. Ja, das kam ja dann von hinten, das Vieh. Alter! Grudon, pfui, was war denn das jetzt? Mach doch nicht so Auge. Grudon, danke für die 3 Euro. Hände aus den Wänden, richtige Handarbeit, ist so? Der hat geschallert, der hat richtig geschallert, ey. Einfach voll erschrocken, der ist so doof, der Sound. Dankeschön, Grudon. Das ist so schön dämlich. Es passt, es hat jetzt auch gerade so gepasst irgendwie. Ja, aber jetzt haben wir ja wieder das Müllproblem. Okay. Sofort ducken, also. Kommt es wieder? Nee. Hey, der dreht sich 5 Jahre einfach um, ey. Wirklich, so kriegst du einfach. Ich werde nie wieder weinen. Ich werde mich nie wieder schämen. Ich werde nie wieder etwas bereuen. Ich lebe nur für Rache. Ich existiere, um alles zu vernichten. Mhm. Das Ding klatscht, ja, das beißt nicht, das klatscht. Das Klatsch beißt. Das stimmt schon, sieht echt ein bisschen aus wie Klatschen. Ich müsste doch jetzt an... Eigentlich müsste ich doch an ihm vorbeischleichen können. Wieso kommst du näher? Hallo, wieso kommst du näher? Hä, wieso kam es denn jetzt näher? Ja, geil. Ja, geil. Was ist denn jetzt das für ein Scheiß? Jetzt bin ich halt schon wieder gestorben. Oh, hä? Was ist denn das für ein Müll jetzt? Wieso kommt es auf einmal rein, dann das Monster? Rabenfuchs, warum hast du das jetzt geschrieben? Ja, genau deswegen ist es jetzt passiert. Ich möchte mal wissen, wer sich sowas ausdenkt. Ja, ist echt so. Ja, großartig. Ja, du mich auch. Ja, was kann ich dafür? Okay. From the beginning,
Du willst wissen, was passiert, wenn du alle Leben verlierst. Eigentlich nicht, nee. Es kam mich ja nicht mehr an das Vieh vorbei, das kam ja wieder auf mich zugerannt, obwohl ich... Ach, komm. Ja, großartig. Weiß nicht. Okay. Oh, also jetzt hat es jetzt so einen Pegel. Jetzt ist es einfach gerade nervig. Oh je. Ja. Weiß ich nicht. Ja, großartig. Wir kommen echt weit auch, vor allem. Nicht. Ich meine, das Konzept ist ja mega interessant und so, gell, aber... Oh, shit. Weiß ich nicht. Ja, und jetzt? Letztes Leben. Großartig. Hey, wir haben wieder keine Kleidung mehr? Wieso haben wir jetzt wieder keine Kleidung mehr? Jetzt können wir nicht mal mehr pinkeln, doch. Weh, da ist unser Fuß drin! Okay. My clothes. Was? Wenn echt so Viecher liebt, hat es heimlich angelockt. Klar, immer. Ah, jetzt bin ich genervt. Das ist nervig. Ein bisschen nervig jetzt. Oh, locked in again. I have to get out of here. Aber wie alles dann immer verfallener wird und so, das ist mega interessant. Jetzt sind ja auch überall. Okay. Es wird immer rostiger und alles. Es ist irgendwie immer mehr Silent Hill. Was ist denn jetzt? Jetzt bin ich vergiftet. Also komme ich da nicht vorbei? Ist jetzt einfach offen oder was? Nee, eben nicht. Muss ich daran auch vorbeischleichen? Ja, geil, wieder vergiftet. Ja. Kein Gegengift mehr. Wo ist der Schlüssel? Okay, das war's. Wir sind tot. Was ist denn das für ein Scheiß? Soll der sein jetzt? Und gleich war es das. Okay, das war's. Aha. Ich stehe in den Gregory Shop. Ach, warte, falsches Game. Ja, echt so. Oh, Gregory war ein super Spiel. Ha. Habe ich jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Konzept ist eigentlich ganz cool, aber da habe ich jetzt ein bisschen was anderes erwartet, glaube ich. Well. Ich glaube, das ist sogar Madison besser. Is it? You know, I'm tired of looking at you. Look, it's getting a bit chilly in here. Lighting a fire wouldn't be a terrible idea. Okay. I see you again. Let's see. Alter.
mega krank. Ich spiele das auch bald wieder, aber ohne auf die Karte zu schauen. Ohne auf die Karte zu schauen. Doc ist mit Matt fertig. Matt ist es nicht gelungen, aus Oxide zu entkommen. Ja, großartig. Telefon? Hast du Madison im Besitz? Hello. Ja, nee, eben nett. Yes. Nee, habe ich nicht. I put the individual in Oxide, but it was no use. The synchronization with Eva was a disaster. Yes, I conducted several tests. Was? But we do not have enough information. Don't worry. Everything is under control. I can still interrogate the other two. What? The girl? She escaped from the cell, but she's walking through the lab. It won't take me long to chain her up. Okay. The other. I just connected him to Oxide. Okay. Warte, da will jemand einen Mann mit einer Frau synchronisieren. Das geht halt auch anders, ne? Das muss nicht so ablaufen. Das geht auf einer ganz anderen, viel natürlicheren Art und Weise. Das hat er, glaub, nicht gewusst. Ja, geil, durchgespielt. Nice, oder? Cool, das war's. Geil. Nett. Was ist denn das? Physische Edition, ja. Ja, cool, Credits, cool, ja, cool. Okay, cool. Schönes Ende, das. Nee, das war doch das witzige Grudon. Sweet Victor, ja, ja, genau. Das doch du Madison geholt, so? Dann hast du ja Madison, du hast ja Madison. Und dann hast du ja nicht gewusst, dass das nicht auf meiner Wishlist ist. Und dann hast du mir aber Oxide ja zukommen lassen. Ja, nee, dementsprechend habe ich Madison noch nicht. Nee, nee. Genau. Aber dann spielen wir, ja, das, Ja, beginnen wir von vorne, oder, Leute? Hat ja keinen Sinn. Probieren wir es halt einfach nochmal.